Infektionszahl, Inzidenz, Inkubationszeit, PCR und CT. Das waren medizinische Begriffe, die unser tägliches Leben in diesem Jahr begleitet haben. Viele von uns haben diese Begriffe wahrscheinlich zum ersten Mal gehört. Zumindest waren sie nicht geläufig und vor allem auch nicht die Auswirkungen, die diese Begriffe für unser alltägliches Leben bedeuten. Geschätzter Herr Präsident, werte Abgeordneten und geschätzte Damen und Herren, wenn ich den Haushalt kurz beschreiben will und dabei auch bei den medizinischen Begriffen bleiben möchte, dann leidet der Südtiroler Landeshaushalt auch heuer unter zwei Symptomen. Er ist monetär adipös und er zeigt eine schwere Investitionsinsuffizienz. Und beide Krankheitssymptome sind nicht plötzlich aufgetreten. Kann man die Maske runtergeben? Danke, Herr Präsident. Und beide Symptome sind nicht plötzlich aufgetreten, sondern chronisch. Seit Jahren fällt der Löwenanteil der Ausgaben auf die laufenden Kosten und schränkt unsere Freiräume für wichtige Investitionen und auch für Reformen ein. Reformen, die vor allem in der Verwaltung längst überfällig sind. Die Förderungspolitik und auch unsere Gesundheitspolitik müssen wir überdenken. Und ich erinnere dabei an ehemalige Sanitätsdirektoren, die bereits zu Beginn der 2000er Jahre, also vor 20 Jahren, davor gewarnt haben, dass wir unser Gesundheitssystem in dieser Form nicht aufrechterhalten können. Und wir haben gesehen, auch aufgrund des Pflegenotstandes, was auf uns heuer eingebrochen ist. Ich glaube den Vertretern der Landesregierung nicht und ich kaufe es ihnen nicht ab, wenn sie gerade bei der Wirtschaft, beim Tourismus Kürzungen und Streichungen jetzt vorgesehen haben. Warum? Weil mir auch der Widerhall und auch das Gegenhalten der Interessensgruppen und der Verbände, die ja alle bei euch auch in der Parteileitung oder zumindest viele davon in den Parteigremien drinnen sitzen, dieser Widerspruch und dieses Gegenhalten ist mir zu schwach und auch die Verteidigung der Vertreter hier im Land ist sehr, sehr sanft. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass man jenen Verbänden und Interessensgruppen bereits zugesagt hat, dass man sie beim Nachtragshaushalt dementsprechend berücksichtigen wird und deswegen die Sache halb so schlimm ist. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass eine vernünftige Verwaltung in Krisenzeiten gerade die Wirtschaft auch versucht zu kürzen und Streichungen vorzunehmen, wo wir wissen, dass wir gerade jetzt das Geld brauchen. Herr Landeshauptmann ist nicht mehr, der ist nicht mehr im Saal, schade. Stellvertretend von der Landesregierung ist jetzt nur noch Vettorato hier. Dann müssen Sie sich das natürlich, und die Kollegin Kurnzer, fein, dann können Sie beide sich das natürlich auch anhören, denn ich möchte bei den medizinischen Bildern bleiben. Der Landeshauptmann sozusagen als Primar, aber Sie auch als Regierungsmannschaft, als behandelnde Ärzte, Mannschaft und Frauschaft, nicht, dass Sie jetzt, Kollegin Kurnzer, sich vielleicht dazu vielleicht glauben, dass ich sie nicht meinen könnte. Sie schaffen es einfach nicht, fragliche und auch überholte und somit auch überflüssige Kosten anzugehen und den Platz für notwendige Veränderungen zu schaffen. Als Landesräte, denn der Landeshauptmann ist da nicht allein, als Landesräte nicht das eigene Budget
zu analysieren und nur die bisherigen Gelder verteidigen zu wollen und keine Streichung zulassen zu wollen, ist nicht seriös. Es muss jedes Ressort durchforstet werden, um effizienter arbeiten zu können und um uns auch wirklich Freiräume neu schaffen zu können. Herr Landeshauptmann, das Coronavirus hat uns gezwungen und vor allem Sie gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die um ein Vielfaches härter waren, als es die Reformen des Haushalts je sein hätten können. Warum? Weil uns das Coronavirus dort getroffen hat, wo wir am empfindlichsten sind, und zwar unabhängig einer Interessensgruppe, einer Partei, einer Einstellung, einer sozialen Schicht, sondern dort, wo wir wirklich alle gleich empfindlich sind bei unserer Gesundheit. Viele Menschen sind aufgrund des Virus verstorben. Es waren zwar schon meist ältere Personen an ihrem Lebensabend, die oft auch viele Vorerkrankungen hatten, doch viele dieser verstorbenen Eltern und Großeltern hätten noch ein paar schöne Jahre leben können. Viele lagen mit Krankheitsverläufen im Spital, manche mit sehr schweren. Und wenn man diese Berichte gehört hat, jene Leute, die einen schweren Verlauf hatten, da wird man wirklich auch tief betroffen. Und man erkennt die Auswirkungen, die diese Krankheit haben kann. Sehr viele hatten einen schwachen Verlauf. Und gerade das ist irgendwo auch das Verteufelte an diesem Virus, das große Unsicherheit hervorruft und auch Zweifel hervorruft und von manchen auch ganz stark unterschätzt wird. Für sehr viele Südtiroler war dieses Jahr von menschlichen Tragödien begleitet. Und ich möchte stellvertretend für viele andere ein Beispiel hier bringen, ein Schicksal, das mich wirklich nicht loslässt. Eine Südtiroler Seniorin, die nie ins Heim wollte, die sich immer gewehrt hat, in ein Heim zu müssen, wurde schon seit Jahren auch von ihren eigenen Kindern gepflegt, aber irgendwann ging es halt nicht mehr. Liegt aber natürlich auch, dass die Unterstützung für Pflege zu Hause nicht immer die ist, die wir benötigen würden, zur zusätzlichen Belastung der eigenen Kinder. Diese Kinder haben sich schweren Herzens entschlossen, die Mutter doch ins Heim zu gehen. Die Mutter unter Tränen hat geweint und sich gewehrt und gesagt, ihr werdet mich nie besuchen kommen, ich bin dann allein im Heim. Und die Kinder haben ihr versprochen, nein Mama, wir kommen dich jeden Tag besuchen, wir wechseln uns ab. Eineinhalb Tage später war das Heim geschlossen und sie konnten sich nicht mehr sehen und 3 Wochen später war die Mutter verstorben, ohne dass ein Kind ihr die Hand gehalten hat. Ich kann mich nicht hineinfühlen, wie es einem sterbenden Menschen geht. Aber ich kann mich hineinfühlen in diese Kinder und auch die Vorwürfe, die sie sich vielleicht ein Leben lang machen werden. Es war überhaupt auch nicht möglich, die Mutter aus dem Heim zu nehmen und wieder nach Hause aufzunehmen und sich selber und die ganze Familie von mir aus in Quarantäne zu stellen und alles Mögliche zu tun, dass die engste Angehörige eben nicht alleine sterben muss. Wir wurden im März überrascht, alle, auch Sie in der Landesregierung. Aber eines wussten wir bereits im März und das wirklich von Anfang an, auch aus den Berichten aus Oberitalien, unsere Senioren zählen zu den Hochrisikogruppen und wir müssen alles daran setzen, dass unsere Seniorenwohnheime nicht zu sogenannten Todesfallen werden. Haben wir es geschafft, unsere Seniorenheime zu schützen? Haben wir es geschafft, wenigstens einen Großteil davon zu schützen, die Hälfte, wenigstens eine Handvoll unserer Heime? Wir müssen uns eingestehen, Südtirol hat das nicht geschafft.
andere auch nicht. Das macht die Situation nicht besser. Ich bin überzeugt, dass wir eine große Chance vertan haben. Ich sage nicht, dass man vieles und ganz sicher und hundertprozentig etwas verhindern hätte können. Aber eine Chance haben wir vertan. Wir haben die Seniorenwohnheime nicht sofort direkt dem Sanitätswesen unterstellt und versucht, die Hygiene- und Sicherheitsstandards sofort in den Heimen, wo sie am dringendsten notwendig waren, anzuwenden. Und ich sage das nicht hinten nach und erst jetzt. Ich habe das ganz am Anfang im März auch den Mitgliedern der Landesregierung vorgeschlagen. Oft wurde das Pflegepersonal, das keine Schuld trifft, erst später, als wir schon längst wieder an Öffnungen gedacht haben, ausgebildet in der Verwendung der Schutzkleidung und auch der virologischen Hygieneregeln. Vielleicht ging es wirklich nicht anders und vielleicht fällt es in die Kategorie Lernen, wie es Landesrätin Deeg in ihrem Redebeitrag gesagt hat. Von März bis November, 8 Monate, dauerte übrigens der Lernprozess, bis mir bekannte Pflegekräfte gesagt haben, dass sie ein zweites Mal getestet worden sind. Das erste Mal im März, das zweite Mal im November. Sie berichten auch, dass einige Heime mittlerweile auf eigene Verantwortung einzelne Familienmitglieder zu ihren sterbenden Angehörigen lassen. Nachdem auch jetzt wir und unser Gesundheitssystem und Sozialsystem die Seniorenheime und Geriatrie nicht schützen konnten, wäre es da nicht überfällig, separate Räume auch offiziell mit einem Zugang für die Begleitung durch Angehörige zu schaffen, die dann auch in Quarantäne müssen und so weiter ein Schutzprogramm absolvieren müssen, aber die sich ein letztes Mal von ihren Angehörigen verabschieden können. Also ist diese völlige Abschottung für Angehörige, wenn das Virus schon längst in den Heimen drinnen ist und grassiert, ist die wirklich verhältnismäßig. Denn ich kann es verstehen, wenn wir die Heime und die Geriatrien frei hätten, Covid-frei. Ich ziehe an dieser Stelle meinen Hut vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sanitäts- und Pflegewesen, besonders jenen in den Heimen, Geriatrien und Covid-Stationen, eingepackt im Ganzkörperanzug, ständig schwitzend und sich nur schwierig mit den Patienten verständlich machen. Es sind ganz besondere Menschen und besonders starke Menschen, die sich für diese Sparte der Sozialberufe entscheiden. Und ich werde später auch noch auf sie zurückkommen. Ein anderer konkreter Fall, und der betrifft jetzt nicht die menschlichen Krisen und Tragödien, sondern die Existenzkrisen, die finanziellen Krisen, die Menschen haben und hatten. Eine Südtiroler Masseurin und Heilpraktikerin, die selbst in Miete wohnt, 2 kleine Räumlichkeiten hat, in der sie ihre Praxis betreibt, ist seit 1,5 Jahren Krebspatientin, bekommt eine kleine Invalidenrente, Zivilinvalidenrente von knapp 200 Euro, weil sie eben nicht mehr 8-9 Patienten am Tag behandeln kann, weil sie regelmäßig zur Therapie muss und so weiter. Sie hat heuer weder die staatlichen 600 Euro erhalten, um die fast alle Selbstständigen in Südtirol 2-mal sogar angesucht haben, darunter auch 4 Kollegen hier im Südtiroler Landtag. Sie hat sich an die Stellen des Landes gewandt. Ich habe selber für sie, ich habe sie betreut auch und versucht, ihr weiterzuhelfen. Sie hat während der ganzen Frühjahrszeit, als sie nicht arbeiten konnte, keine Möglichkeit gehabt, außer die Verschuldung auf der Bank durch die sogenannten Bürgschaften des Landes. Was machen die Banken und was haben die Bank nicht nur mit ihr, sondern mit vielen anderen gemacht? Sie haben die einzelnen Leute genauso geprüft wie vor, auf die Kreditwürdigkeit geprüft wie vor der Krise. Und wer keine fixen Einnahmen
rechnen und erwarten konnte, der hat auch von der Bank keinen sogenannten Sofortkredit erhalten. Ein Satz von Landesrat Achammer hat in diesem Jahr wirklich Karriere gemacht. Und das war der Satz: Wir werden niemanden im Regen stehen lassen. Und Sie wissen es alle, und wir haben es in den vergangenen Landtagssitzungen immer und immer wieder vorgebracht. Und wir haben das nicht immer als blanke Kritik, sondern wirklich gesagt: Schaut's, die und die sind vergessen worden. Die jungen Unternehmer an, die auch das ganze Frühjahr bis in den Sommer hinein keine Perspektive gehabt haben. Viele andere Sparten. Und ich muss schon sagen, das waren immer konstruktive Vorschläge im Sinne, im besten Sinne, den Menschen zu helfen und nicht, die teilweise empfunden wurden als Majestätsbeleidigung. Und das hat mich persönlich und ich glaube viele andere Kollegen der Opposition auch wirklich verärgert und auch enttäuscht. Haben wir und haben Sie als Landesregierung wirklich alle Möglichkeiten genutzt, wenn Sie ehrlich mit sich selber sind, um diesen Kategorien schnell und effizient zu helfen? Sie werden mich sicher belehren, dass es, oder ich gehe davon aus, dass Sie es tun werden, dass es nicht anders gegangen ist und dass man keine anderen Möglichkeiten hatte. Die Wirtschaft in ihrer gesamten Bandbreite, und dazu zählen eben auch diese ganzen Selbstständigen, ist die vordere Seite der Medaille, auf der hinten unsere Sozialleistungen und unser Verwaltungsapparat steht. Ich stelle immer wieder und heute bei der Haushaltsrede ganz bewusst jene Südtirolerinnen ganz klar in den Vordergrund, die uns diesen Haushalt zu einem wesentlichen Teil überhaupt erst ermöglichen. Denn es sind die arbeitenden, dienstleistenden und produzierenden Südtiroler, die durch ihre Steuerabgaben die öffentliche Verwaltung, die öffentlichen Gehälter, auch die unseren, und einen wesentlichen Teil unserer Sozialleistungen finanzieren. Nicht allein, aber eben mitfinanzieren. Das scheinen manche hier im Saal auch vergessen zu haben. Ich bin davon überzeugt, Herr Landeshauptmann, dass weder Sie noch ein anderes Mitglied der Landesregierung harte Einschränkungen und existenzielle Verbote für die Wirtschaft, für die Schule, für die Gesellschaft, für die Kultur gern oder gar leichtfertig getroffen haben. Aber es gehört halt auch zu Ihren Aufgaben, auch unliebsame Entscheidungen zu treffen. Das ist Teil der Funktionsbeschreibung eines Regierungsamtes. Wenn jetzt viele Kollegen im Saal sagen, dass sie nicht an ihrer Stelle hätten sein wollen, und wir uns zugleich aber auch daran erinnern, wie viele Parteien noch vor 2 Jahren scharf aufs Mitregieren waren, dann dürfte sich dieses Gerankel bei den nächsten Wahlen ja doch erträglicher gestalten. Ich habe auf ein aufrechtes, ich habe wirklich Verständnis, Herr Landeshauptmann, für die Bürde, die diese Zeit Ihnen und allen Verantwortungsträgern, aber auch einzelnen Menschen, die ganz klar betroffen waren, wie diese Bürde sie gefordert hat, wie schwer sie sicher manchmal zu tragen war. Aber ich muss es wiederholen, es ist Ihre Aufgabe und auch unsere Aufgabe, die wir weder aus purer Nächstenliebe oder rein ehrenamtlich machen. Und man hat weder uns in der Opposition noch Sie in der Regierung oder in der SVP oder in der Lega dazu gezwungen, in die Politik zu gehen, geschweige denn ein oder mehrere Ressorts zu übernehmen. Sie sind auch nicht gezwungen, und das ist wichtig, dass Sie Entscheidungen alleine treffen müssen. Ihnen stehen die gesamten Apparate des Landes zur Verfügung, neben dem gesamten Regierungsteam. Mit großen und oft riesigen Mitarbeiterstäben arbeiten ja auch diese Apparate Ihnen zu. Und wenn die Rechtsabteilung oder der Kommunikationsapparat nicht ausreichen, dann beschäftigen Sie auch externe Berater, hochdotierte Berater, die vielleicht nicht immer auch hochkarätig sein müssen. Und angesichts dieser
Verwaltungsmaschinerie, die nach ihren Vorgaben auch ihre politischen Prinzipien und auch ihre eigenen Vorgaben erarbeitet und die auch einen wesentlichen Teil der laufenden Ausgaben darstellen, haben die Südtiroler ein Recht auf eine gute und effiziente Verwaltung. Eine gute Verwaltungspolitik beweist sich auch darin, ob sie flexibel ist, ob sie auch in Ausnahmesituationen reagieren kann und ob sie vorausschauend agieren und auch planen kann. Und vor allem, ob sie Planungssicherheit geben kann. Dass während dieser Pandemie auch schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, die Sie als Regierung oder Sie als Landeshauptmann auch schnell und eigenständig treffen müssen, ist notwendig und zwar immer dann gerechtfertigt und notwendig, wenn jede Verzögerung einen Schaden mit sich bringen würde. Wir Freiheitliche und durchaus auch andere haben das zu Beginn der ersten Welle auch nachvollziehen und mittragen können. Aber spätestens, ich glaube, das war so ab dem Palmsonntag, war zumindest bei mir und ich glaube bei sehr vielen anderen Südtirolern, Herr Landeshauptmann, wenig Verständnis für diesen Frontalunterricht. Denn die Zahlen waren da schon wieder im Sinken begriffen. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir die Öffnungen angehen können und zumindest vorbereitet. Und immer noch erschien täglich um 17 Uhr, ich möchte schon sagen, so pünktlich wie ganz früher das Sandmännchen, der Landeshauptmann auf dem Schirm verkündete jetzt keine großartigen Neuigkeiten, sondern halt lediglich die Tagesbilanz. Sein Parteiobmann machte dasselbe auf Facebook und sagte in der größten Tageszeitung im Land am Tag danach dasselbe, was der Landeshauptmann am Tag zuvor der Presse verkündet hat. Und sollte in der Tageszeitung doch vom Landeshauptmann ein Zitat drinnen gestanden haben, dann war zumindest das Foto vom Achammer, ist es irgendwie hineingerutscht. Und es kann schon sein, dass ich mich täusche, Herr Landeshauptmann. Sie können, wenn Sie möchten, gerne mir das dann auch persönlich sagen. Aber ich hatte den Eindruck, dass Sie, als es so langsam bergauf ging, dass Sie diese tägliche Präsenz und ich sag's mal, ich überspitze es ein bisschen, diese täglichen Ansprachen zur Lage der Nation nicht ganz ungern gemacht haben. Auch Ihr Kollege Landesrat und Parteiobmann nicht. Und man hat es auch gemerkt, dass auch dann noch und auch im Sommer jeder öffentliche Pressetermin wichtiger war als die Aula. Also nicht nur die Treffen mit Rom und so, also auch andere Pressetermine. Da gab es keine Spur von Ermüdung oder Ermattung, zumindest habe ich sie nicht so wahrgenommen und das war schon so Profi-like, pflichtbewusst, die Pressetermine zu absolvieren, wie Her Majesty the Queen, also da waren sie vom Feinsten. Und die Queen schickt wenigstens ab und zu Charles oder Camilla vors Volk, das haben sie Landesrätin Kurzer oder anderen zum Glück ersparen wollen. Also da haben Sie irgendwo vielleicht auch Nachsicht gezeigt. Aber das können Sie mir gerne auch noch näher erläutern. Bei der zweiten Welle im Herbst sah dann die Performance und die Außenwirkung der Landesregierung völlig anders aus. Der Landeshauptmann war plötzlich wie die Stiefmutter, die Böse, alleine zuständig für die negativen Nachrichten und Entscheidungen. Da hat man vom Landesrat, der zuständig ist für die wesentlichen Kernbereiche, die es getroffen hat, Wirtschaft, Schule, Kultur, eigentlich nur die positiven Dinge gehört, wenn wieder was aufgegangen ist oder wenn eine Lockerung angestanden hat. Da war der Landesrat Achammer sehr und sehr auffallend, zurückhaltend und hat sich eben auf die positiven Nachrichten konzentriert. Diese Differenzen der Landesregierung interessieren die wenigsten Menschen, vielleicht nur am Rande und auch uns im Saal hier nicht wirklich. Was viele Südtiroler wahnsinnig verärgert hat, das war euer Verwalten zu Beginn
der zweiten Welle. Herr Landeshauptmann, ich weiß genau, Sie haben es mehrfach betont. Sie haben immer wieder gesagt, wir waren völlig überrascht, nicht nur wir, auch andere Länder in Europa. Wir und die Experten, die dahinter stehen, Virologen und so weiter, haben mit einem späteren Aufprall der Welle gerechnet, im Dezember. Es ist früher gekommen. Aber wir wussten alle, das hat es ja immer schon im Frühjahr geheißen, es wird die zweite Welle kommen. Wissen Sie, womit ich gerechnet habe? Ich habe damit gerechnet, dass Sie zusammen mit den Virologen, also im Sommer und vor allem dann auch mit Schulbeginn im Herbst, der ja anfangs fraglich stand, und dass man hier wirklich einen Pandemieplan erarbeitet, der ganz klar sagt, wir haben 3, 4 oder 5 Phasen. Phase 1 sieht so aus. Gasthäuser abends um 20 Uhr zu, Mannschaftssport verboten, um etwas zu sagen. Phase 2 mit den entsprechenden Einschränkungen sieht dann so und so und so aus. Dann hätten Sie, egal wann die Zahlen und auf welche Zahlen Sie sich auch berufen, also Infektionsindex oder auch die Belegung der Betten, eine Kombination aus mehreren Parametern, am Montag sagen können, pass auf, Leute, wir hätten alle schon gewusst, was Phase 1 bedeutet, schön nachlesbar, transparent, klar, dann hätten Sie am Montag sagen können, schaut, Leute, die Zahlen gehen hinauf, es könnte sein, dass wir am Samstag oder am Montag die Phase 1 ausrufen müssen. Dann hätte nicht jeder Sturm laufen müssen, was heißt das jetzt für mich und so weiter. Und wir hätten, man braucht nicht 3 Wochen Planungssicherheit, das schafft die Pandemie auch nicht und so verhält sie sich auch nicht. Aber die paar Tage wären schon wichtig gewesen, wenn man im Vorfeld geistig und organisatorisch sich vorbereiten hätte können. Sei es die Familien, was die Schulen anbelangt, wenn man weiß, ab 2 oder ab Phase 3 sind die Schulen zu, dann weiß ich, was auf mich zukommt. Ich weiß als Betrieb, kaufe ich noch Sachen? Nein, wenn es jetzt langsam in Richtung Phase 2 geht. Also diese Vorbereitung hat mir wirklich gefehlt. Wir Südtiroler, und da muss ich eins trinken drauf, wir sind sehr duldsame Menschen. Wir begehren nur ganz, ganz selten auf. Ganz früher, vielleicht, wenn Bayern uns ein paar religiöse Feiertage und Gepflogenheiten gestrichen hat, später dann, als Italien uns die Sprache und Kultur verbieten wollte. Und heute eigentlich fast nur noch, wenn die Kasse nicht mehr stimmt. Nicht die zweite Welle hätte verhindert werden können, Herr Landeshauptmann. Aber dieses Chaos der letzten beiden Monate hätte mit einem konkreten Pandemieplan verhindert werden können. Die Notwendigkeit der neuerlichen Einschränkungen waren, glaube ich, nicht so sehr das große Problem, das die Volksseele zum Kochen gebracht hat, sondern wirklich diese teilweise auch unausgegorenen Dekrete, die schnell über Nacht sozusagen wieder los von vorne losgegangen sind. Das Gleiche hat sich wiederholt wie im Frühjahr, wo man ja das Verständnis hatte, wirklich, dass es überraschend ist, aber im Herbst eben nicht mehr. Und es hat mich persönlich, und das wissen Sie auch, Herr Landeshauptmann, besonders geärgert, dass durch eine sehr chaotische und ungute Kommunikation der Landesregierung auch diese Landestestaktion, die auch wir Freiheitlichen nicht nur vorgeschlagen, sondern auch unterstützt haben, dass man die gefährdet hat. Sicher nicht bewusst, aber durch diese Performance, indem man eine freiwillige Landestestaktion macht, ansetzt, wo es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass die Leute derart großartig mitmachen, wie es die Südtiroler getan haben, sehen wir in Österreich. Aber dass man 3 Tage vorher dann noch per Dekret diese Sicherheitsprotokolle einfügt, die einer anderen Argumentation geschuldet waren und andere Anliegen sozusagen im Hintergrund, wo andere Anliegen dahinter stecken, dass man dort den verpflichtenden Test für den Arbeitsplatz hineingepackt hat, der hat dazu geführt, dass sehr viele Menschen wirklich gesagt haben, was ist das jetzt, freiwillig oder ist das jetzt doch eine Zwangspflicht oder eine Pflicht durchs Hintertürchen? Und das ist das,
Das hat mich wirklich wahnsinnig geärgert, denn ich fördere und unterstütze jede Aktion, die eine Alternative zu diesem Lockdown darstellt, auch wenn es nur eine Chance ist und man keine absolute Sicherheit haben kann, wie viel bringt's oder wie viel bringt's nicht. Aber die Chance besteht und dann haben wir sie auch zu nutzen. Denn wenn ich zum Test gehe, tue ich das ja möglichst für mich, um die Gewissheit zu haben, mich selbst freiwillig 10 Tage aus dem Rennen zu nehmen, falls ich positiv sein sollte und meine Mitmenschen infizieren könnte. Natürlich gibt es auch Südtiroler, und das ist ihr gutes Recht, die von dieser Testaktion vielleicht gar nichts halten und sie sogar ablehnen. Und sollte, ich glaube es zwar nicht, aber man weiß ja nie, und sollte die eifrigste Testgegnerin, Renate Holzeisen, die die Grünen vor 10 Jahren für die hohen Weiden des EU-Parlaments vorgesehen haben und die das Team K noch im letzten Jahr Verantwortung in Brüssel übernehmen lassen wollte, Zitronen auf Corona testen und die gesamte Testaktion als Humbug abtut, sollten Sie und Ihr grün-liberales Herz wirklich recht haben? Was ist dann eigentlich Schlimmes passiert? Dann haben wir im Schnitt 1 Stunde unserer Zeit geopfert, um die Chance auf eine Reduzierung der Infektionen zu erhöhen. Und gekostet hat uns die Sause 0,003% des Landeshaushalts. Gleich viel wie 2, 3 Galerien für Hofzufahrten irgendwo am Berg. Da ich in die große Mehrheit der Virologen und Mediziner mehr Vertrauen habe als in linke Hoffnungsträger, halte ich Antigentests und freiwillige Landestestaktionen nach wie vor für hilfreich. Herr Landeshauptmann, alle vernünftigen Maßnahmen und vor allem verhältnismäßige Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung werden von uns unterstützt. Ich hoffe, dass Sie und Ihr Berater und Expertenstab auch die Feststellung der natürlichen Immunität als mögliche Maßnahme prüfen. Wir haben diesbezüglich auch einen Antrag eingebracht. Gerade jetzt im Winter wäre auch eine Stärkung des Immunsystems für mich eine ebenso wirkungsvolle Maßnahme wie die Abstandsregeln. Bewegen und Wintersport für uns Einheimische im Freien stellt keine Infektionsgefahr dar. Auf der Piste und in den Aufstiegsanlagen gibt es keine Probleme, die Abstände einzuhalten. Und es wäre angesichts der geltenden Einschränkungen für uns und zu unserer Jugend eine Stärkung unserer physischen, aber auch psychischen Gesundheit. Ein paar Stunden Skifahren oder Rodeln beim schönsten Wetter und nur wenig besuchten Pisten wären ein erholsamer Ausgleich und schon wieder wären ganz nebenbei auch ein paar Arbeitsplätze mehr gesichert. Wenn, dann sind die Hütten das Problem, die nur unter strengsten Bedingungen offen halten dürfen. Denn es tut halt Menschen und es kommt halt allzu oft vor, dass viele beim Essen noch auf die AHA-Regeln achten. Beim 2. oder 3. Bierl sinkt dann dieses Verantwortungsbewusstsein. Und ich muss auch sagen, ich würde auch für mich die Hand da nicht ins Feuer legen, ob man dann auf einmal die Geselligkeit wieder sehr zu schätzen wüsste und nicht doch die AHA-Regeln irgendwo in den Hintergrund rücken lässt. Aber der reine Wintersport, der kontrollierte, auf den Pisten und Rodelbahnen und in den Aufstiegsanlagen, der wäre machbar. Ich muss Ihnen heute und auch für die kommende Zeit und für das gesamte nächste Jahr noch etwas mitgeben, was uns freiheitlich in der Gestaltung unserer Landesfinanzen besonders wichtig ist. Wir müssen zusehen, dass wir unser Land verschulden können. Nicht nur die Verschuldungen beim WOBI-Landesrating, sondern neue Gelder, die uns auch aufgrund unseres Ratings leicht erstens locker zustehen und leicht tragbar wären. Wir benötigen jetzt und vor allem nach der Pandemie
Geld, um uns selbst gezielt und maßgenau mit einem Konjunkturpaket helfen zu können. Je besser wir es hinkriegen, unsere Wirtschaft und Arbeitsplätze, auch jene im Kulturbereich, wieder flott zu machen, umso schneller fahren wir wieder in sicheren Bahnen und steigen mittelfristig um einiges billiger aus und vermeiden so manche Spätfolgen und Kollateralschäden. Gezielt deshalb, weil wir endlich den wirklich Betroffenen helfen müssen. Nicht alle Sektoren der Wirtschaft sind betroffen, denn es heißt immer, die Wirtschaft leidet. Viele sehr stark und existenziell, aber viele andere nicht. Und das sagen einen ehrliche Wirtschaftstreibende auch. Im Gegenteil, es gibt sehr günstige Zinsverhältnisse. Das Geld ist so billig wie selten zuvor. Und ich glaube, die Verzögerungen durch das Raumordnungsgesetz sind für manche Branchen durchaus härter zu ertragen als die Auswirkungen der Pandemie. Die Verschuldung wäre auch eine große Chance, den Pflegenotstand zu sanieren. Es braucht Geld, wenn man Reformen machen will, sei es in der Pflege, als auch bei den Wohnbauförderungen. Dass arbeitende Durchschnittsverdiener sich die eigenen vier Wände ohne Zuwendungen des Landes leisten können, muss das Ziel unserer Politik und der Politik der Landesregierung sein. Das Beitragssystem in der derzeitigen Form muss überdacht werden, muss einer Prüfung unterzogen werden. Landesrätin Deeg, ich habe es Ihnen schon mehrmals gesagt, das Wohnbaugesetz, auf das wir seit den letzten Wahlen warten. Sie haben es nicht notwendig, dieses Gesetz hinauszuzögern bis kurz vor den nächsten Wahlen, um damit Wahlkampf zu machen, weil sicher das ein oder andere Zuckerle vielleicht auch dabei sein wird. Machen Sie es bitte. Das haben Sie nicht notwendig. Sie werden trotzdem gewählt. Es steht mir nicht zu, Sie, Landesrätin Deeg, noch den Landeshauptmann an den Gründungsauftrag Ihrer Partei zu erinnern. Dazu muss sich irgendjemand aus Ihren eigenen Reihen finden lassen. Ich erwarte auch nicht, dass der Landeshauptmann plötzlich seinen Open Mind auch in die Richtung einer echten Selbstverwaltung Südtirols öffnet. Zu einem inklusiven Modell, das alle einschließt und das Potenzial unseres Landes erst richtig zur Geltung bringen kann. Aber ich muss Sie autonomiepolitisch allesamt als Landesregierung an den Auftrag erinnern, den Sie von den Bürgern dieses Landes beim Autonomiekonvent erhalten haben. Die Begeisterung und der gesellschaftliche Zusammenhalt, wenn es um eine positive Chance geht, wie zum Beispiel bei dieser Landestestaktion, da hat Südtirol bewiesen, was es imstande ist, wenn es von etwas sich begeistern lässt, wenn es irgendwo eine Chance auch für das eigene Land sieht und wenn es zusammensteht. Und wenn Sie autonomiepolitisch etwas nach vorne bringen wollen, dann nutzen Sie diese Fähigkeit der Südtiroler Bevölkerung. Gehen Sie offen damit um und machen Sie nicht immer das ständige Spiel von der weltbesten Autonomie. Und bei jedem Gesetz, bei jeder Sitzung, wo wir hier drin sitzen, sehen wir die Grenzen dieser Autonomie klar aufgezeigt. Auch wenn ich mir sehe, der Autonomieunterricht in den Schulen, der endet damit, dass nach der harten Zeit des Faschismus, des Zweiten Weltkriegs und der umstrittenen 60er Jahre jetzt alles pipi fein und in Butter ist. So schaffen wir es nicht, Generationen auch hervorzubringen, die den Wert dieser Autonomie und die Chancen des Autonomieausbaus schätzen zu wissen und sich dafür auch morgen noch einsetzen. Es braucht eine klare Politik gegenüber Rom und Trient. Nicht stur
und poltern, sondern einfach offen und ehrlich und zeitgemäß. Das Suchen und das Ausloten nach einzelnen Möglichkeiten, unsere Autonomie auszubauen, dann braucht man auch ein bisschen, wie soll ich sagen, da braucht man auch Kreativität und wirklich auch den Wunsch und den Willen danach zu suchen. Und was das Letztere betrifft, bin ich sehr froh, Herr Landeshauptmann, dass Sie die Schaffung einer effizienten Sprachstelle, das nun auch Amt für Landessprachen und Bürgerrechte heißt, nicht nur angenommen haben, sondern dass Sie das auch so in dieser Form angegangen sind und umgesetzt haben. Das ist noch nicht zu Ende, aber der Beginn. Und ich bin überzeugt, und das sage ich nicht nach dem Motto, wer hat es erfunden und so weiter, sondern wirklich, ich glaube, dass diese Stelle, dass dieses Amt, wenn es mit Leben gefüllt wird, wenn es die Aufgaben so erhält und die Kompetenzen auch, wie es im Beschlussantrag war, dass es wirklich Potenzial hat, eine weitere Säule der Autonomie zu werden, die proaktiv die Probleme und Hindernisse, die es immer noch, was die Mehrsprachigkeit, was die Zweisprachigkeit anbelangt, was den Minderheitenschutz anbelangt, angeht. Und auch, dass nach Jahrzehnten es nun gelungen ist, dass der Vertreter dieses Amtes auch uns im Einvernehmenskomitee begleitet. Das ist sehr ein Schritt, den viele vielleicht die Wertigkeit und die Größe dieser Maßnahme verstehen und auch nicht die Selbstverständlichkeit, denn auch der Regierungskommissär hätte sagen können, muss nicht sein, es steht nirgends geschrieben. Doch diese Begleitung, glaube ich, birgt für die Zukunft auch eine Sicherheit und vor allem auch eine Konstante, was hier das Verhältnis und das Zwischenspiel mit dem Staat betrifft. Wie gesagt, dieser Dank kommt ehrlich, Herr Landeshauptmann. Und ich habe mir auch die Mühe gemacht, diesen weihnachtlichen Schluss zu suchen. Das war mir wichtig. Und auch die Redebeiträge so manches Kollegen der Opposition haben mich sehr gegutzelt, muss ich sagen. Besonders der Kollege Staffler, der das Bemühen seiner Parteikollegen als bürgerlich rüberzukommen in 5 Sekunden zunichte gemacht hat. Oder der Enzian, der im Punkt Oberrauch vollkommen recht hat, also da bin ich voll bei ihm, dass, wenn jemand für das Land in die Bresche springt, in Vorschuss geht, auch bezahlt werden muss. Aber der gemeint hat, dass das E in Enzian für Ehrlichkeit stehe und vor lauter Redefluss hat er im Eifer des Gefechts vergessen, dass das N mit dem Enzian aufhört, ob das wirklich stimmt, wie manche behaupten, dass das für Narre stehen soll. Also diese Antwort bleibt er mir noch schuldig. Und ich wollte auch einen Moment der Stille, des Innehaltens und der Unsichtbarkeit einbauen und versuchen, keinen Schatten hier im Saal zu werfen, um die Vertreter der Lega zu würdigen. Doch auch diese Seitenhiebe will ich mir der weihnachtlichen Stimmung zuliebe verkneifen. Aber sie sind ganz oben auf meinen Vorsätzen für das neue Jahr. Ich werde das also ausführlich nachholen und sie entsprechend dann berücksichtigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hoffen wir, dass dieses neue Jahr unserem Land mehr Gesundheit, mehr Wohlbefinden schenkt als das Vergangene. Und tun wir als politische Vertreter gemeinsam alles in unserer Macht Stehende, um bestmöglich aus dieser Situation herauszukommen und dem Einzelnen, den Familien und der gesamten Südtiroler Gesellschaft
ihre Lebensgewohnheiten und ihre Grundfreiheiten nächstes Jahr zurückgeben zu können. Dankeschön.